lieber Skorpion, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate November und Dezember. Wir nähern uns dem Jahresende in ganz großen Schritten und kommen auch in eine sehr schöne Jahreszeit. Ich mag das gerne, wenn das so ein bisschen atmosphärischer draußen wird, ein bisschen dunkler mit schönen Lichtern im Dezember. Ich mag's und vielleicht kannst du da auch was Schönes dran finden. Wir haben deine Hauptenergie, das ist die Karte Stärke. Da werde ich gleich mehr zu sagen, werde jetzt aber erstmal was zur Legung sagen. Nachdem ich auf diese Karte eingegangen bin, ziehe ich eine Neunerlegung aus dem Tarot, kläre im Anschluss, was ich gerne klären möchte mit dem Lenormand und ziehe dann noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine für deine Beziehungsenergie, eine für die Beziehungsenergie an sich und eine für dein Gegenüber. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich in der weiterführenden Legung ein. Lege das keltische Kreuz drumherum, schaue, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt's her, wo geht's hin und noch einiges mehr und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Den Link zur weiterführenden Legung findest du in der Infobox. In der Infobox findest du außerdem den Link zu den privaten Legungen, zu den Kanalmitgliedschaften und zum Tutorial zum Einführungsvideo meiner Reihe Tarot lernen. In dem Einführungsvideo gehe ich ausführlich auf das Kartenlegen bzw. insbesondere Tarotlegen ein und poste seitdem das Video online ist, alle 3-4 Tage ein neues Video über eine Tarotkarte. Das heißt, zu jeder Tarotkarte kommt ein kurzes Video raus, wo ich natürlich auf die einzelnen Karten noch eingehe. Alle Videos, die bis jetzt rausgekommen sind und die jemals rauskommen werden, findest du in der Playlist Tarot lernen. So, und jetzt würde ich aber sagen, starten wir hier. Du guckst wie immer, dass du in einen entspannten Zustand kommst. Lehn dich einfach zurück, trink eine Tasse Tee und lass das Ganze hier auf dich wirken. Guck, dass du in einen entspannten Atemfluss kommst, wenn du magst. Und ich fange mal an, denn du musst natürlich schauen, ist es deine Legung oder nicht. Musst du immer bei allen allgemeinen Legungen, aber auch privaten Legungen, musst du es einfach immer für dich selber nochmal gucken, inwieweit es passt. So, also die Karte Stärke ist klar, dreht sich um Stärke, ne? Hat irgendwas mit Stärke zu tun. Wir werden mal sehen, ich spüre mich jetzt mal rein, was hiermit genau gemeint ist. Ich habe das Gefühl, dass ganz viel gut läuft in deinem Leben. Und du es da aber etwas gibt, was dich beschäftigt. Und ich habe das Gefühl, dass du das aber gut angehen kannst. Dass du dich insgesamt so weit entwickelt hast, dass du das gut angehen kannst und dass du jetzt vielleicht auch den Mut haben darfst, das zu tun. Mut haben kannst, das zu tun. Es klingt so wie, es fühlt sich so ein bisschen an wie ready for the best. Also, ne, nochmal. So, es kann jetzt irgendwie durchstarten und das, was ich da jetzt noch angehen möchte, das kann ich auch wirklich, das sollte ich vielleicht sogar tun. Das kann ich nicht nur, sollte ich vielleicht sogar tun. Wir haben deine Hauptenergie, das sind die 7 der Kelche. Hauptenergie der Neunerlegung, 7 der Kelche für entweder einen Entscheidungsfindungsprozess oder der Entscheidungsfindungsprozess hat schon stattgefunden und du hast jetzt eine Entscheidung, die du spürst, die du merkst. Wir werden sehen. Ich lege jetzt erst die komplette Legung aus, sage etwas zu den Positionen und Grundbedeutungen der Karten. Dann kommen wir in die Deutung. Die erste Karte der oberen Reihe ist der Gehängte. Die obere Reihe ist eine Entwicklung aus der Vergangenheit. Die mittlere Reihe, die präsente Reihe und die untere Reihe wird dann die potenziell zukünftige Entwicklung. Der Gehängte steht für die Umkehr einer Perspektive, ein Umdenken, die Dinge anders sehen. Ja. Dann haben wir die nächste Karte. Da haben wir die 7 der Stäbe. Die 7 der Stäbe für eine Abgrenzung, ein Zu-sich-Stehen, sich in seiner Bubble auch ein bisschen erstmal alleine entfalten, seinen eigenen Raum haben. Und dann haben wir die letzte Karte der oberen Reihe mit den 10 der Schwertern. Die 10 der Schwerter können
für ein Ende stehen, was gesetzt wird und wo jetzt auch wirklich gesagt wird, hier ist jetzt Feierabend und nach diesem Feierabend kann das Neues losgehen, kann aber auch mal für unterdrückte Gefühle stehen. Die erste Karte der Präsentenreihe. Da haben wir die Liebenden, die können für die Liebenden stehen, aber auch für eine Entscheidung, die man einfach trifft, die man auch aus dem vollen Sein raus trifft. Also das ist jetzt nicht einfach so. Ich entscheide mich vielleicht ein bisschen für den Grünstift, weil der könnte ganz schön schreiben, sondern wenn ich mich für den Grünstift entscheide, dann ist es aus vollstem Herzen raus. So, dann haben wir die Sonne mit dem Durchbruch, dem Erfolg. Und dann haben wir die erste Karte der potenziell zukünftigen Entwicklung, die Sieben der Schwerter für ein nicht ganz transparentes Handeln. Dann haben wir die Acht der Stäbe, Acht der Stäbe für Entwicklungen oder auch mal, also Entwicklungen, die dann einfach auch mal voranschreiten, die vorangehen, kann auch mal für Kommunikation stehen. Und dann haben wir den Buben der Kelche, den Buben der Kelche für die freischwingenden Gefühle, Gefühle, die noch in keine Form gepresst sind oder auch mal ein emotionales Angebot. Dann wollen wir mal. Einmal die Sieben der Kelche. Ich spüre mich rein, spüre, welche Energie hinter der Karte ist und werde auch gleich zwei Lenormand-Karten ziehen. Ja, mit den Sieben der Kelchen ist die gleiche Energie wie die Stärke. Da bist du klar ausgerichtet. Du bist klar ausgerichtet und du fühlst den Weg, den du gehst. Du fühlst den Weg, den du gehst. Und das ist hier auch, du fühlst den Weg. Das ist nicht ein, ich will unbedingt, aber eigentlich bin ich noch nicht so weit oder eigentlich kann ich nicht. Nein, hier ist es ein Fühlen des Weges, sodass der eben auch gegangen werden kann. Ne? Hier haben wir einmal die Sense, die steht für Unterschiedliches. Und dann haben wir die Fische. Die können für Gefühle stehen, aber auch für eine Person, die man gerne hat, also die einem sehr viel bedeutet. Ich nehme die Fische hier ein bisschen wackelig wahr, irgendwie. Und mit der Sense geht aber dieses Wackeligsein weg. Und das ist ja auch das, was die Stärke im Umkehrschluss ausdrückt. Es ist das Gefühl, ganz klar zu sein und auch die Stärke, die Kraft, wie auch immer man, ne, ganzen, wie auch immer du das jetzt für dich irgendwie betitelst, zu haben, um den Weg auch zu gehen. Es ist nicht mehr fluschi-fluschi, sondern es ist straight. Und ich weiß nicht, also die Fische drücken bei mir meistens etwas anderes aus. Diesmal haben sie tatsächlich die Bedeutung, ein bisschen vage zu sein, ein bisschen hin und her zu flutschen. Und das hört auf. So fühlen sich die Fische hier in dieser Legung für mich an. So, schön. Dann kommen wir in die obere Reihe. Der Gehängte, die Sieben der Stäbe und die Zehn der Schwerter. Der Gehängte ist eine neue Sicht der Dinge gewesen. In der auch schon ein bisschen Wut drin steckt, entgegen etwas anderem. Nämlich so, wie du vorher vielleicht aufgestellt hast oder wie du vorher in Beziehungen aufgestellt warst. Vielleicht warst du nicht abgegrenzt und irgendwie verheddert. Und hier mit dem Gehängten ist so hast du dir eine Klarheit erschaffen. Da hat vorher schon ein mega Prozess stattgefunden. Ich glaube nicht, dass es einfach so kommt. Sonst wäre auch diese Abgrenzungswut nicht so dolle da. Und hier ist aber die musste ich auch im tatsächlichen Erleben nicht völlig überschäumt haben. Aber es ist was absolut Straightes in dieser gehängten Energie drin. Wir haben den Baum für Heilung, Wachstum, Stabilität. Und dann haben wir den Sarg für tiefe Transformation, tiefe Heilung, tiefen Wandel unter anderem.
Ja, der Baum ist dein Standing. Der Baum ist dein Standing. Und auf Grundlage dieses Standings wandelst du deine Umgebung. Und das ist das Gleiche, was der Gehängte sagt. Du bist in einem ganz krassen Standing drin und aus diesem Standing raus machst du irgendwelche Sachen, hast du da nicht mehr mitgemacht. Und hast du anders gemacht. Ja? So, jetzt haben wir hier auch gleich die nächste Abgrenzungskarte mit den sieben der Stäben. Beziehungsweise sind es die anderen ja keine ganz speziellen Abgrenzungskarten, aber die Abgrenzung kam mir da schon sehr durch. Die sieben der Stäbe sind dein Raum. Die sieben der Stäbe sind dein Raum, in dem du dich ausgeformt hast und in dem du das, was du hier schon stark gespürt hast, in dem du deinem Standing noch deutlich mehr Raum gegeben hast. Und der Fokus nicht unbedingt darauf lag, sich gegen alle möglichen Leute und Meinungen zu verteidigen, sondern das war sowieso irgendwie schon impliziert, das hattest du schon in dir drin, sondern der Fokus lag hier darauf, dich in dem Neuen zu entfalten, in der neuen Lebensweise, sage ich jetzt mal. Ne? Was musst du selber mal reinspüren, was bei dir jetzt damit resoniert, wenn du überhaupt hiermit resonierst. Genau, denn das ist ja die Grundlage. So, dann haben wir die 10 der Schwerter. Ich nehme dich ein bisschen wie neu geboren war. Warte mal. Und ziehe nochmal zwei Karten dazu. Wir haben einmal den Fuchs, der geht im Großen und Ganzen mit Ratio vor, auf welche Art und Weise auch immer. Werden wir gleich sehen. Und dann kommt hinzu die Frau. Und ich spüre gleich mal rein, ob die Frau deine Energie ist oder nicht. Geschlechter spielen hier eine sekundäre Rolle. Kann natürlich gut sein, dass die Frau jetzt auch für eine Frau fällt, ne? Aber jeder hat einen männlichen und einen weiblichen Anteil in sich. Und das Ganze kann hier, wenn du als Mann zuguckst und damit resonierst, ist es auch deins. Sagen wir mal so. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Vielleicht ist die Frau auch gar nicht deine Energie. Doch ist deine Energie. Und ich nehme hier auch wieder diese absolute Klarheit raus. Ich kann das gar nicht anders sagen. Wir haben hier eine Legung, die, wo dieses Standing und diese Klarheit vom Grundgefühl her absolut dominiert. Hier, hier und hier auch überall. Dieses Phönix aus der Asche, dieses Neugeboren richtig, dieses, was aber ja hier schon ist, ne, das ist ja nicht das hier, oh Gott, es gab noch keinen Prozess, auf einmal bin ich neu geboren. Das ist ja eher das Finale quasi nochmal, wo nochmal so richtig, richtig mit irgendwas Schluss gemacht wird, wo nochmal richtig gesagt wird, so, und das ist jetzt irgendwie das Neue. Du bist hier total klar und der Fuchs ist so dein Helferlein. Ich nehme den nicht unglaublich groß wahr, aber ein Verstehen der Dinge und auch ein bisschen, ich glaube, in dem Verstehen hast du auch viel Ruhe im Kopf. Das ist so wie irgendwie bei dir bei. Ich nehme den nicht so groß wahr, ich nehme den eher ein bisschen kleiner wahr, aber schon als wichtige Instanz. Genau, fühlt sich soweit gesund an. So, jetzt kommen wir in die präsente Reihe mit den Liebenden, den Sieben der Kelchen und der Sonne. Bei den Liebenden muss ich mal gucken, was das genau ist. Ich habe schon das Gefühl, dass es sich um eine Beziehung handelt. Aber ich habe das Gefühl, spannenderweise, wo wir hier überall von unfassbar viel Standing sprechen, dass hier vieles noch nicht klar ist. Und es könnte daran liegen, dass du hier überhaupt erst, hier bist du ja, das ist dein Prozess. Da nehme ich ja auch niemanden anders wahr. Da kann jemand anders sein, ne? Aber
Das, was sich hier in dieser Legung zeigt, ist einfach dein Prozess. Das ist wichtig. Das heißt nicht, dass es niemanden gab. Und hier ist aber ein, und irgendwann geht es ja aber auch von dem, der Fokus ist nur auf mir, weil das auch wichtig ist, dieses, okay, da gibt es ja auch noch wen anders und kann ich den im Leben auch zulassen? Kann ich den im Leben auch zulassen? Und hier ist für mich eher die Ausrichtung wieder auf wen anders, aber, und vielleicht ist es auch das, was es hier gerade energetisch nicht ganz auf einem High-Level macht, dass da keine Erwartungen drin sind, sondern dass ganz viel Ruhe zwischen euch ist. Ne? Mit einer tiefen Gefühlsintensität, aber nicht dieses, oh Gott, ich bin total verknallt und wann kommt er endlich und hat er immer noch nicht geschrieben seit 3 Minuten und tralala, sondern hier ist irgendwie eine ganz, ganz dolle Ruhe drin. So, hier haben wir die Störche mit den positiven Entwicklungen. Und dann haben wir, und genau der Reiter spricht ja von der Grundbedeutung her, auch davon loszugehen. Der Reiter hat die Zahl 1. Mit der 1 geht man erstmal los, kommt in die Dynamik rein. Und das ist genau das, was hier ist. Hier ist, ne, die Störche ist immer positive Karte. Mit den Störchen ist es auch, ich nehme die auch sehr sanft von den Emotionen her wahr, sehr, sehr gegenseitig zuträglich, also, ne, also gegenseitig sich gerne habend oder so von den Emotionen, aber die sind auch sehr sanft. Und der Reiter ist dieses Losgehen. Das ist das, was ich hier eben auch schon gesagt habe. Das ist eine neue Ausrichtung, die man jetzt auch irgendwie leben kann, wo man sich in eine schöne, ah, ich will es ja immer nicht so wertend sagen, ne? Aber ich finde, in eine sehr wertschätzende Form der Zweierbeziehung geben kann. So, in eine sehr wertschätzende Form. Und hier auch einfach die Klarheit drin ist, weil die Gefühle nicht mehr hin und her schwappen, sondern weil man innerlich einfach klar aufgestellt ist. So, die Sonne. Und mit der Sonne kommt die Fülle von ganz alleine. Die Fülle ist nichts, wofür du sorgen musst. Vielleicht hattest du mal das Gefühl, oh, damit das Ganze funktioniert, muss ich das auch irgendwie alles in der Hand haben und muss dies und dies und das und tralala. Keine Ahnung, irgendwas ist anders gewesen früher. Und da hast du dich ja ordentlich bewegt, in deinem Prozess ordentlich bewegt. Und mit der Sonne habe ich das Gefühl, eure Beziehung füllt sich von ganz alleine. Mit allen Gefühlen, die dazugehören. Man muss nichts machen. Die potenziell zukünftige Entwicklung mit den 7 der Schwertern, den 8 der Stäben und dem Buben der Kelche. Mit den 7 der Schwertern habe ich ein nicht ganz klares Gefühl. Ups, eine Karte flog schon. Da haben wir die Lilien für Frieden, Harmonie. Oder auch mal ein Familienthema. Und so, warte mal. Ich weiß hier mal ein bisschen mehr ins Bild. Ne? Und die Routen für Prozesse, die angegangen werden. Oder auch Auseinandersetzungen mit einer Thematik. Also, die 7 der Schwerter, da nehme ich dich schon ein bisschen noch zurückhaltend wahr. Und ich habe das Gefühl, dass du hast dir für dich selber ein großes Standing geschaffen und dieser Schritt, der ja auf der einen Seite völlig, völlig klar ist, aber der auch, glaube ich, für dich nicht ganz ohne ist, ist der in diese Zweierbeziehung zu gehen. Dieses aufzubrechen, ich stehe für mich alleine, sondern
es gibt noch das andere, das kann ich jetzt auch tun, den Weg fühle ich, aber ich habe auch noch damit zu tun. Du hast die Stärke, dir jetzt, das trägst du alles schon, du bist gut aufgestellt und du hast jetzt die Stärke, dir das auch noch zu nehmen. Also nehmen klingt jetzt irgendwie blöd, ne? Aber verstehst du, wie ich das meine, das auch anzugehen. Und hier ist ein aus diesem tiefen Frieden raus mit den Lilien, die ich auch sehr körperlich wahrnehme. Und da müssen wir immer unterscheiden zwischen dem seelischen Frieden auch und dem seelischen Erleben und auch dem menschlichen Erleben, denn das ist ein Unterschied. Das eine kann das andere durchziehen und ist wahrscheinlich auch vielleicht irgendwie das Ziel, das beides miteinander so zusammenzubringen, dass es sich gegenseitig, dass es sich immer mehr annähert, ne? Und oder was heißt annähert, dass das eine das andere auch irgendwie durchfließt. Aber hier haben wir mit den Lilien auch eine menschlich empfundene Liebe, ein Frieden und eine Liebe, die sich nach oben kämpft, die immer weiter gesehen werden möchte, die hier Prozesse bei dir macht. Ne? Dass du rauskommst aus einem Verstecken spielen mit deinen Gefühlen. Denn hier bist du noch nicht ganz präsent. Das ist auch okay, nicht falsch verstehen, ist alles okay. Hier kommst du immer mehr in die Fülle und diese Fülle in dieser Zweierbeziehung, ne? Nicht ganz präsent in der Zweierbeziehung. Und diese Fülle, die kämpft sich hier nach oben und die sagt, jetzt hör mal auf, zeig dich mal. So, die Achterstäbe. Die Achterstäbe sind die Entwicklung, die du dann auch zulassen müsstest. Und die dann auch für dich okay sind zuzulassen. Du hast die Kraft, das alles auszuhalten und zu machen. Der Weg ist klar. Habe ich nicht am Anfang schon gesagt, vielleicht gehört ein bisschen Mut dazu. Und das ist genau das, was hier liegt. Hier gehört ein bisschen Mut dazu. Du darfst dich zeigen und du darfst deinen Platz einnehmen in der Beziehung. Ne? Und die Dinge entwickeln sich. Und hier, wie die Sonne, auch die Achterstäbe von alleine. Du musst nichts machen. Lass es auf dich zukommen. Ist alles gut. So. Die der Bube der Kelche. Mit dem Buben der Kelchen bist du sehr optimistisch. Da nehme ich dich sehr optimistisch wahr. Das sind Gefühle auch für wen anders, die jetzt einfach, glaube ich, auch sein dürfen. Wir haben den Anker an der richtigen Stelle setzen oder sich auch mal verkettet fühlen oder Beruf, so, und die Wege für unterschiedliche Wege oder eine Entscheidung. Du bist dir mit dem Anker nicht nur für dich selber, wie hier oben, sicher geworden, sondern du bist dir mit dem Anker auch in eurer Beziehung sicher geworden, welchen Weg du gehst. Es gibt für dich hier nur noch einen Weg. Vor meinem inneren Auge ist hier nur ein Weg. Und über den bist du dir sicher geworden. Und das ist die Sicherheit, die sich hier einstellt, ne? Erst oben für dich und dann in den unteren beiden Reihen auch in der Beziehung zu einem anderen Menschen. Eine Karte für dich aus dem Aspekte-Kartenset. Da haben wir die Karte Optimismus. Optimismus ist jetzt für dich richtig und wichtig, um ja, in deinem Prozess weiterzukommen. Guck mal, was das mit dir macht, Optimismus, was das in dir anspricht. Lass die Karte, die Botschaft sich mal in dir entfalten. So, jetzt ziehe ich noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Einmal deine Beziehungsenergie mit den fünf der Kelchen, die ganz klassisch für Trauer stehen können. Aber auch für den Fokus auf etwas legen, was eigentlich ausgedient hat, was nicht mehr ganz lebendig ist und dabei das Lebendige vielleicht nicht so richtig sehen. We will see, wir werden sehen. Die Energie zwischen euch ist der Herrscher, kann auf eine Person bezogen sein, kann aber auch einfach die Energie sein. Der Herrscher verkörpert im Großen und Ganzen das männliche Element im Tarot. Haben wir mit Struktur, Ordnung, auch mal einer gewissen Autorität zu tun, werden wir sehen. Die vier der Stäbe für auf der Seite deines Gegenübers, die stehen
können für ein sehr schönes Zusammensein, für ein freies Zusammensein auch stehen. Die können für auch dafür stehen, dass eine Etappe geschafft wurde. So, ja, schauen wir mal. Jetzt erstmal die 5 der Kelche und der Herrscher. Mit den 5 der Kelchen nehme ich dich so wahr. Ich muss das mal nach oben holen. Das bist du und das ist die Ressource, hoppala, der gefüllte Kelch ist die Ressource aus der oberen Reihe. Das ist erstmal das, was du dir in dir geschaffen hast. Und jetzt geht es weiter auf die Beziehung, die du gerade gegebenenfalls, du kannst die noch nicht richtig erkennen. Ist mein Gefühl dazu. Du guckst dahin, du hast vielleicht auch Sorge, dass die sich nicht entfaltet und kannst die nicht so richtig erkennen. Und das ist total in Ordnung, weil du aus deiner Bubble raus jetzt erstmal wieder aufmachst für dein Gegenüber, für den jeweils anderen. Und je mehr du einfach nur aufmachst und deine Schritte gehst, die du spürst, umso gefüllter wird das werden, wo du drauf guckst. Ja, also bei dir das, dann haben wir den Herrscher. Ja, mit dem Herrscher habe ich das Gefühl, man ist sortiert und es ist wie bei den Liebenden, das und auch hier, dass das, was jetzt auf einen zukommt, man aber noch nicht fassen kann. Das macht so ein bisschen in der Luft hängen. Das ist auf jeden Fall deine Beziehungsenergie, ob es auch die Energie, manchmal, meistens ist es verbindend, das heißt, beide haben diese Energie. Manchmal geht die Karte aber eher zu einer Seite hin. Auf jeden Fall haben wir sie bei dir. Ob sie auch bei deinem Gegenüber ist oder in welcher Energie dein Gegenüber ist, werden wir in der weiterführenden Legung sehen. Ich werde jetzt dahin gehen, das keltische Kreuz um diese Karte drumherum legen, schauen, was denkt und fühlt dein Gegenüber. Wo kommt es her? Wo geht es hin? Und noch einiges mehr. Und eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich ziehen. Link ist in der Infobox. Freue mich sehr, dass du da warst. Lass mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn du noch nicht hast, um den Kanal ein bisschen zu unterstützen, wenn es dir natürlich gefallen hat und hoffentlich auch geholfen hat. Also, bis entweder gleich oder hoffentlich bald.